Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einheil Harry. Ich hatte ein paar Anfragen bezüglich unserer Küche. Die habe ich ja im Oktober rausgerissen, habe die Wand rausgerissen. Da habe ich ein Video gemacht mit dem Herr Rocco. Danach habe ich das Ganze ja gespritzt mit dem Einheil Sprühsystem. Da habe ich auch ein Video gemacht. Die Videos verlinke ich euch unten, dann könnt ihr euch das vielleicht noch anschauen, wenn ihr wollt. Viele haben es bestimmt schon gesehen, die haben eben gefragt, wie schaut es mit der Küche aus. Die Küche ist natürlich seit Mitte November fertig. Nur haben wir ein paar Sachen dazu bestellt, die sind jetzt gestern gekommen oder sind jetzt dann gekommen und gestern wurde es fertig gemacht. Ich habe jetzt gerade eben nur die letzten Pinselstriche gemacht, habe ein bisschen was ausbessert, habe ein bisschen was raussilikoniert und jetzt ist sie fertig und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Schaut einfach zu. So, das Bild kennt man ja schon, wo ich die Wand rausgerissen habe, die war da hinten praktisch vor dem großen Schrank jetzt. Wir haben hier richtig tolle Arbeitsplatte. Vorher war das Ganze rund, das haben wir jetzt nicht mehr so gemacht. So schaut das aus. Da haben wir einen Überbau gemacht, der war richtig aufwendig, also da steckt richtig Zeit drin. Da möchte ich nur Danke sagen an Olaf und an Sven für die tolle Arbeit, die sie geleistet haben. Und ein super Dank an und Daniel, die wo die Küche geplant hat, er ist echt top, muss ich sagen. Das ganze Team top, super Arbeit, super Planung. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Die Küche ist von der Kücheninsel in Währingen. Man sieht das auch hier. Das ist denen ihr Logo. Was uns super toll gefallen hat, war zum Beispiel das da. Warte mal. Wir haben kein so Eck. Rondell, das wollten wir einfach nicht und das Ding, das ist super geil. Da schauen wir hin. Und dann fährt das so rein. Und da hast du richtig Platz. Da ist sogar noch was leer, kann meine Frau sogar noch einkaufen. Guck. Schau. Voll geil. Das Ganze geht nach oben. Da sind unsere Geräte drin, das geht praktisch so nach oben. Hier hat man das Ganze beleuchtet. Das war eine Idee von mir, weil da war ja die alte Holzdecke und das hätten wir jetzt nachputzen müssen. Die habe ich rausgerissen, hätte man das irgendwie nachputzen müssen, das hätte man nie hinbracht. Und dann haben wir gedacht, komm, machen wir sowas, das schaut gut aus. Da in der Ecke haben wir ein Rohr verkleiden müssen, weil die mitten im Raum ein Rohr gelegt haben. Das haben sie auch super hinbracht, also wirklich top. Da ist Mizi Katz, guck. Das Ganze komplett überbaut. Super tollen Herd haben sie uns eingebaut. Der ist richtig cool. Ja, der fährt so weg. Auszüge drin. Das ist richtig toll. Getränkeschrank noch drin, für den Sommer. Das ist praktisch auch unser Speis, weil wir haben ja keine Speis mehr, die habe ich rausgerissen. Und das muss natürlich alles in die Küche passen, gell? Haben wir da so tolle Auszüge gekriegt. Ja, alles fährt normal alleine zu. Ein Bohrer, der ist übrigens auch hammermäßig. So, und so schaut das Ganze praktisch aus. Ja, das sind alle Kürze, wie gesagt, Kücheninsel Währingen, top Arbeit, top Planung. Danke euch, wir beide, meine Frau und ich, wir wollen uns bei euch auf diesem Weg auch bedanken. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Einheil Harry, bye.